So, hallihallo und herzlich willkommen zum zweiten Part meiner Aufnahmesession. Ich hoffe, der Part vorher war nicht zu lang, aber es ist mir egal, da die Länge gar nicht so viel länger wird. Das ist nämlich das Coole an einer guten Internetverbindung. Und ja, ich heiße euch willkommen zurück bei Diablo 3 Reaper of Souls. Wir sind gerade am Meister durchspielen, also in Meister ein bisschen spielen, den Rift durchmachen und vorher Kopfgeld. Und wir suchen unser erstes Legendary für diese Aufnahmesession, aber finden es nicht. Den Plan zähle ich jetzt mal nicht mit und da habe ich sowieso vorher schon gefunden, der Unique-Plan. Für mich sind das keine Legendaries, die muss man ja zuerst herstellen. Aua. So. Und das nächste. Das war jetzt ein kleines Level. Unser grüner Ritter. Oh Gott, nochmals scheiß Gegner. Gib mir Erfahrung und ein Legendary, bitte. Na, ihr macht Schaden mit diesem Gift-Ding. Das ist nicht gut. Ach, sterbt doch endlich. Wie viel sind das? So, mit dem Hammer mal arbeiten. Gut, sterbt. Ja, sehr schön. Ah, ein Schild. Stachelkrake. Aha. Hier ist sicher noch was. Das sind kleine Viecher. So. Schild. Ich brauche kein Schild. Und jetzt 36%. Nochmals ein Kraken-Boss. Oh je. Hallo. Der muss sterben jetzt. So. Wie heißt der? Suzok, der Alte. Okay. Wieso ist der so alt? Ah, oh, mehr Leben. Deshalb. Ach Gottchen. So, jetzt. Hat sie eine Kiste? Ich suche eine Kiste. Wo hat's denn eine Kiste? Es gab mal einen Moment, da waren Kisten sehr lohnenswert. Dann war sie wieder nicht lohnenswert. Ah ja, Blizzard ist sehr bekannt dafür, dass sie irgendwas natürlich zu stark finden. Wie zum Beispiel, dass der Ring, der 3 zu 1 macht, 3 Pets zu 1 macht, zu stark war und für andere Charakterklassen auch gebraucht wird. Ja. Nutzen hat für andere Summons. Die mehrere waren, oder? Und ja, die mussten es natürlich nerven und jetzt ist der Höllenhund selber nicht mehr stark durch den Ring, also es bringt wirklich nichts mehr, den Ring zu tragen oder so. Es wurde mega genervt. Er macht schon noch viel Schaden, aber natürlich ist er halt, der Höllenhund ist an sich schon schwach und ja, da muss man noch besondere Items haben und das hat man halt, wie ich, nicht. Wo ist der Ding? Wo ist der hin? Ja, ist doch egal. Es sind zu viele Gegner. Ah, hier. Yay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Cool.
Der Samen. Hey, habt ihr den gesehen? Ich habe den nicht gesehen, bis er dann das Portal geöffnet hat. Das war ja schrecklich. Und der Visco Krass ist offline. Den habe ich bei den offenen Spielen kennengelernt. So. Nach hier oben durch. Ist nichts. Eine Leiche ist hier. Es ist leichentot an diesem Ort. So. Diese Geister vernichten. Wir vernichten die Geister. Wir zerstören ihr Leben. Oder das Leben, das sie nie gehabt haben. Tralala, trollolol. So. Ja, heute Livestream vom Path of Exile, vom Konkurrenzspiel, das viel besser ist und sogar noch kostenlos. Ich liebe es. Da hatte ich gestern wieder Spaß, aber leider habe ich gerade nicht livestreamt, weil es schon tief in der Nacht war. Also schon 23:50 Uhr oder so, fast 12 Uhr. Und ja, das war cool. Aber leider nur sehr kurz, weil ich sehr müde war. Und dann auch nicht livestreamen wollte, weil sonst bin ich zu müde und das mindert den Spaß zum Zuschauen, wenn ich nicht so konzentriert bin und so weiter. Und wir finden immer noch nichts Gescheites. Ei du. Einfach. Diablo 3 geht mir langsam so auf den Keks. Aber ich will es immer wieder spielen und ich spiele es gerne. Aber eben nur zu 50% und das ist zu wenig. Oh Gott, immer die gleichen Gegner. Diese Gespenster, die regen mich auf. Oh Gott, dann sind es noch. Oh, das sind zwei! Das sind zwei, irgendwo ist da noch einer. Ihr seid scheiße. Zwei auf einmal, hey, das geht nicht. Ist halt so kacke. Und nicht mal etwas Gescheites gebt ihr mir. Hab dafür ein Level 52 schon cool. Und diese toten Leichenerwecke sind auch nicht toll. Eidu. Wo ist denn das Superspiel Diablo 3? Ich will ein Superspiel. Diablo 3, es ist schon cool zum Anreden, aber nein, es muss natürlich Blizzard sein, dass so etwas verkorkst. Gebt mir mal ein bisschen was von den Legendaries ab. Manchmal habe ich eine Glückssträhne, dann droppen ungefähr 3 pro Rift und manchmal gar keinen. Wie zum Beispiel jetzt droppt auch nichts, aber jetzt habe ich auch natürlich viel weniger MF. Aber trotzdem soll doch mal irgendwas droppen. Oh Gott, ich komme nicht mehr nach. So viele Gegner auf dem Bildschirm. Das macht schon fast Kopfschmerzen. So, der Rift machen wir noch und dann brechen wir ab. Fertig.
Oh, du bist dann runter, genau, wir stehen ein paar Schwierigkeitsgrade runter, machen auf schwer und rushen ein bisschen durch noch. Aber der Rift-Boss möchte ich noch auf dem Meister tun. Ah, schon wieder. Jeder ist mit diesen Scheißsäulen. Ich hasse die langsam. Weil sie halt recht viel Damage machen und einfach im Weg sind. Man muss denen immer ausweichen. Was ist Diablo? Ein Geschicklichkeitsspiel oder ein Action-Rollenspiel? Lass den Scheiß Blisser. Echt. So. Gebt mir jetzt den Rift-Boss endlich. Sonst kommt der Agro-Drago und tötet euch alle. Immer noch nicht. So. Oh Gott. Was ist hier schon wieder los? Geht weg von mir. Geht weg. Lasst es oder sterbt. Vernichten. Vernichten, zerstören. Vernichten, zerstören. Ich liebe den, das von Warhammer 40.000. Von den Chaos, das Sprichwort. Vernichten, zerstören, vernichten, zerstören. Und lasst endlich. Wie viel Leben hat er? Lasst es. Lasst es. Komm hier hoch. Du musst hier hochkommen. Komm jetzt hier hoch. Hier habe ich ein bisschen mehr Platz, um dich auszuweichen. Der macht kein Damage. Nicht friesen. Das ist eine Pussy. Eine verdammte Pussy. So, die Hälfte haben wir. Jetzt hat er noch Freezing Pulse. So, jetzt machen wir Damage. Jetzt machen wir Damage, Damage. Wir machen Damage, Damage. Oh, jetzt ist er böse, jetzt ist er böse. Jetzt ist er böse. Oh Gott, ist er böse. Oh, 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 oh. Ist er jetzt böse? Oh. Er hat immer noch keine Chance. Er ist zu schwach. Er ist billig. 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 Der war billig. Also, jetzt setzen wir runter. So. Das reicht jetzt und gehen wir nochmals ein bisschen durch das Level. Jetzt sicher Ende wahrscheinlich, schätze ich so. Eben wenn die großen Gebiete kommen, ist dann Ende. Ende im Schicht. Nur Spreu im Winde. Da unten ist ja jemand. Hallo, brauchst du eine Dusche? Hier ist Himmelsfuror. Oh, Pussy. So eine Pussy, haltet ja nichts aus. So. Weg damit. Ah, das sind die gleichen Scheißgegner wie die Hochlandrinder da. So, was ist hier? Ein Nichts. Wir haben ein Nichts entdeckt. Ah, nicht schon wieder die gleichen Champions. Ich hasse raus, Bergespengste. Die mag ich nicht. Ah, endlich. Puh. Ah, schon wieder die Möffelhosen. Ah, Mann. Wie viel Mal habe ich die schon? Okay, die sind wenigstens super.
Gut. Gehen wir mal ausladen. Wir gehen den Laster auswählen, den Kreuzzug. Der Kreuzzug, das Sprichwort. So. Reinlegen. Reinlegen. Und die Hosen können wir auch reinlegen. So. Was haben wir denn hier Schönes? Nö, nö. Die sind besser. Können wir verkaufen mit dem Kristall. Mit dem Edelstein. Und, nein. Auch nicht. Nö. Ah, der Helm. Himmelsfaust Schaden erhöhen, das ist doch so geil. So. Nein. Nö. Okay, schade. Wir haben nichts Besseres gefunden. Jetzt geht es weiter. Wir müffeln ein bisschen herum. Wir haben die Müffelhosen an. Da hat jemand in die Hosen geschissen. Nicht schlechte Schaden. Ist es Himmelfuhrer? Nein, Himmelsfaust eben. Oh Gott, schon wieder zwei auf einmal. So. Na, wo ist das Endportal? Oh Gott, hier regnet es ja ganz viele Meteoriten. Noch mehr Geister. Zerstören, vernichten, zerstören, vernichten, zerstören. Ach, nicht so scheiß Helme. So, Dille. Nächste Haltestelle. Hier ist nix. Vernichten, zerstören, vernichten. Zerstören. Noch eine Fledermaus hat überlebt. So, hier oben ist wahrscheinlich Ende, hoffentlich. Ich muss jetzt gleich offline. Ich muss ins Real Life zurückkehren. Der arme Drago. Muss ihm ins Real Life zurückkehren. Geh, sterb. Ja, du löst dich so extrem langsam auf. Das ist auch nicht so gut. Ah, hier haben wir das Ende. So, sehr schön. Hat doch ein bisschen mehr Spaß gemacht ohne Meister. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.